Willkommen zu meinem nächsten Video. Heute ein ganz wichtiges Thema, finde ich, weil ich jedes Mal, wenn auch jemand bei mir im Personal Training anfängt oder auch sonst über Instagram, whatever, die erste Frage ist immer, welche Supplemente soll ich zu mir nehmen? Was in meinen Augen aber keinen Sinn macht. Warum? Es geht nicht darum, welche Supplemente. Ich habe jetzt hier außerdem mal so ein kleinen Teil aufgebaut. Es geht nicht darum, welche Supplemente ihr zu euch nehmt, sondern es geht um den Rest, es geht um die Ernährung, Ernährung A und O und das Training, und dann kann man sich irgendwann mal über die Dinger Gedanken machen. Aber nicht der erste Punkt, welche Supplemente, sondern wirklich erstmal, wie muss ich trainieren, wie muss ich mich ernähren, was ist mein Ziel, und dann, wie gesagt, zu diesem Thema. Gucken wir doch erstmal an, wann Supplemente Sinn machen, wann sie keinen Sinn machen. Eigentlich machen sie bei keinem irgendwelchen Sinn, weil wenn ihr euch richtig ernährt und wenn ihr da alles abdeckt, dann brauchen wir das hier eigentlich gar nicht. Jetzt kommt aber das große Aber. Gefühlt 90% schafft es nicht, sich perfekt zu ernähren, weil wir einen Beruf ausüben, weil wir sonstigen Stress haben und uns nicht nur auf das Thema Fitness, auf das Thema Muskeln aufbauen konzentrieren können. Und dann kommen die Supplemente ins Spiel und dann sind sie eine gute Hilfe. Dennoch, macht euch erstmal Gedanken. Okay, was ist mein Ziel? Muskel aufbauen. Okay, ihr braucht einen Kalorienplus. Das heißt, ihr müsst mehr Kalorien zu euch führen und einen Kalorienüberschuss haben. Dann bauen wir Muskeln auf. Brauchen wir dann Eiweißshake, brauchen wir dann BCA, brauchen wir dann EAA, Glutamine, whatever? Brauchen wir eigentlich nicht, weil wenn wir wirklich richtig viel essen, haben wir das abgedeckt. Gehen wir mal davon aus, wir haben das nicht abgedeckt, essen nicht genug. Ja gut, dann kann man mal einen Shake machen aus Whey-Protein nach dem Training. Macht immer Sinn, weil dann hat man so circa 30 Gramm Protein abgedeckt. Man kann mal BCAAs, EAAs so über den Tag oder im Training decken und einfach noch ein bisschen das Aminosäurenprofil abzudecken. Wie gesagt, habt ihr aber genug gegessen, braucht ihr das nicht. Mir gehen gerade die Bodybuilder oder auch die Influencer wirklich auf den Sack, die das so verkaufen, dass alle denken, wir müssen, um Muskeln aufzubauen, wir müssen, um abzunehmen, Supplemente zu uns nehmen. Wir müssen irgendwelche Kapseln schlucken, wir müssen so und so viel Whey-Protein zu uns nehmen, wir müssen so und so viel EAAs, BCAAs, Kreatin, Glutamine für die Regeneration, Casein vorm Schlafen. Aber all diese Sachen sind in unserer Ernährung erhalten. Deswegen macht euch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, erstmal Gedanken drüber, wie ich das decken kann durch die normale Ernährung. Und dann, wenn ihr es nicht schafft, ein bisschen mit den Supplementen. Aber hört nicht auf die Leute da draußen, wo sagen, wir brauchen das. Benutzt diesen Code, um so und so viel auf das zu sparen. Heute ist das rausgekommen, das beste Produkt, um hier Muskeln aufzubauen. Bullshit, Bullshit. Das kann euch eigentlich jeder sagen, weil jeder, der das ständig bewirbt, ich auf meinem Profil bewerbe es auch mal gerade so, die Chiefs und so, aber weil ich das halt einfach so für zwischendurch trinke, aber ich habe nie gesagt, dass ich die Muskeln ohne das niemals hinbekommen habe, hätte, das habe ich nie erwähnt, erwähnen aber ganz viele, weil sie das und das Produkt nehmen und hätten sie das und das nicht genommen, hätte ich es niemals geschafft, Schwachsinn. Gab es einen technischen Fehler beim Gianni, müsst ihm verzeihen, der ist ganz neu hier im Business. Schwachsinn. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Okay. Was ich sagen wollte, deckt eure Proteine, wenn möglich, durch die Ernährung ab. Und das kann man, wenn man halt viel Fleisch und so weiter isst. Ist schwierig, ist auch nicht ganz kostengünstig und bedeutet auch viel Arbeit, aber ihr habt einen viel besseren Erfolg. Und wenn ihr es nicht schafft, dann nutzt sowas wie jetzt hier zum Beispiel von Chiefs und Whey Protein. Für unterwegs oder so ist es natürlich optimal. Ich trinke es auch täglich, muss ich aber nicht, aber ich trinke es auch, weil es mir schmeckt.
Aber ist jetzt nicht unbedingt vonnöten. Aber ich schaffe es halt manchmal auch nicht. Ich schaffe es manchmal nicht vorzukochen. Ich schaffe es nicht immer genau auf diesen Proteinhaushalt zu kommen, was ich benötige. Dann macht sowas Sinn. Und ein Supplement, wo ich sage, okay, das macht Sinn. Und das empfehle ich jedem, jeder, wo meint, er will Muskeln aufbauen oder auch in der Diät oder jeder, wo schon ein bisschen länger dabei ist. Der muss in meinen Augen, ganz wichtig, Kreatin. Kann man auch durch die Ernährung abdecken, aber das ist dann wirklich schwer mit rotem Fleisch und so weiter. Da sollte man schon auf Nummer sicher gehen, dass wir das durch Supplemente zu uns führen. Ganz, ganz wichtig, um die Energie zu haben, um den Speicher zu füllen, um Muskeln aufzubauen. Deswegen 3 bis 5 Gramm am Tag täglich. Nein, ihr müsst keine Aufladephase machen. Nein, ihr müsst nicht nach 8 Wochen Pause machen. Nein, ihr müsst nicht erst mal 20 Gramm nehmen und dann auf den normalen, sondern wirklich 3 bis 5 Gramm täglich zu euch führen. Ob ihr das vor, nach dem Training, vor dem Schlafen, nach dem Aufstehen, scheißegal wann, wie es für euch am besten passt. Ich mache es jetzt zum Beispiel nach dem Training, wenn ich einen Shake trinke, einfach in den Shake rein und habe das so gedeckt, meine 5 Gramm. Und dann seid ihr safe und das empfehle ich wirklich jedem, egal ob Anfänger, egal ob fortgeschritten. Mit Kreatin macht ihr wirklich nochmal Fortschritte, wo ihr so nicht hinbekommt. Und das ist wirklich in meinen Augen das einzigste Supplement, wo beim Muskelaufbau richtig hilft. Wenn wir Richtung Gesundheit gehen, kann man nochmal von Omega-3 sprechen. Omega-3, die Fettsäuren sollte jeder kennen, auch ein Ding, wo man so zu sich führen sollte, weil man nicht jeden Tag Lachs isst oder nicht jeden Tag die Omega-3-Fettsäuren deckt. Aber auch der Rest, die ganzen Vitaminkapseln, die es gibt. Alles Mögliche, Zink, Magnesium, Calcium. Ich kann schon gar nicht aufzählen, weil dann wäre ich morgen noch dran. Ganz ehrlich, wenn wir uns auf die kleinen Regeln, also auch wenn wir die kleinen Regeln beachten mit Vitamine und Gemüse und davon genug essen und halt auch Eiweiß durch Fleisch und so weiter, dann habt ihr das gedeckt. Wenn ihr irgendwie ein Defizit habt und vom Arzt festgestellt worden ist, hey, irgendwie ein Eisenmangel, Kalziummangel, whatever, okay, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber das kommt dann vom Arzt. Aber das, was die Supplementindustrie uns da verkauft, dass ihr das und das und das und das und das braucht, Bullshit. Brauchen wir nicht. Und nochmal, dieses Video heißt der Supplement Guide, The Real One. Normal ist ein Guide, eine Erklärung, wie man von A nach B kommt. Hier in dieser Erklärung habe ich eigentlich nur erklärt, dass man die Supplemente eigentlich gar nicht benötigt, außer ein paar Kleinigkeiten, wie vorhin erwähnt, mit dem Kreatin oder mal ein Whey oder whatever. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir anfangen mit Trainieren. Was ist unser Ziel? Okay, Muskel aufbauen. Wie gesagt, genug essen, Kalorienüberschuss. Wie trainiere ich? Wann muss ich was essen? Und dann kommt ihr ans Ziel und nicht das Erste, welche Supplemente muss ich zu mir nehmen? Bevor welche anfangen zu trainieren, denken sie immer erst, welche Supplemente muss ich eigentlich zu mir nehmen? Und das ist einfach nur wegen der Industrie, wegen der ganzen Werbung von den Influencern, von den Bodybuildern, von denen, die auch eine eigene Marke haben. Verstehe ich, die wollen auch Geld machen, alles voll okay, verstehe ich voll und ganz. Aber trotzdem versuchen sie euch mehr oder weniger abzuzocken und noch alles anzutrainieren. Weil, wenn sie einen Code anbieten, ich kann sagen, ich bewerbe auch hin und wieder ein Produkt. Man kriegt davon eine Provision, ist doch ganz klar. Und wenn jemand unterstützen wollt, dann ist das schön und gut. Aber trotzdem passt auf, was ihr zu euch nehmt und vertraut nicht jedem und vertraut nicht allen. Vertraut wirklich nur, wenn ihr wisst, okay, diese Person ist real, diese Person bewirbt nicht alles und diese Person kann ich vertrauen und dann guckt halt da wirklich, ja, was ihr auch kauft. Eben, wie gesagt, wie im ganzen Video erwähnt, passt auf, lasst euch nicht abzocken und jetzt wisst ihr Bescheid, ernährt euch richtig, trainiert richtig und dann kommen die Gains und nicht von einem Shake oder von Glutamine, BCA, whatever. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt mich an. Nochmal hier ein Dank an Gianni, das ist unser zweites Video. Es kommen noch ganz viele andere. Wir werden hier die Fitnessszene ein bisschen neu aufmischen und alle werden Angst haben und alle haben. Und bis zum nächsten Video. Ciao.